Und wir rufen als nächstes vereinbarungsgemäß auf den Antrag Nummer 53, Setzpunkt der Grünen. Ist das richtig? Okay, dann darf ich Frau Kinkel das Wort erteilen und darauf hinweisen, dass wir uns versprochen haben, dass wir 10 Minuten und nicht viel länger reden wollen. Sie haben das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Vor 3 Wochen hat die Flussgebietsgemeinschaft Weser unter dem Vorsitz der hessischen Umweltministerin Priska Hinz entschieden, dass der Bau der Pipeline an die Oberweser nicht erforderlich ist. Und das ist eine gute Nachricht für die gesamte Region in Nord- und Osthessen, für den Naturraum, der nicht durch die Pipeline und durch die Rückhaltebecken belastet wird, und letztendlich auch für das Unternehmen K+S, was Kosten spart und diese stattdessen in Umwelttechnik in der Produktion investieren kann. Unser Ziel ist und bleibt die Verbesserung der Gewässerqualität. Die Flussgebietsgemeinschaft hat festgestellt, dass die Verbesserung des ökologischen Zustandes der Werra und der Weser auch durch andere Maßnahmen erreicht werden kann. Und damit haben wir dank konsequenter politischer Entscheidungen einen weiteren Schritt auf dem zugegeben schwierigen Weg gemacht, um Ökologie und Ökonomie im Kalibergbau in Einklang zu bringen. Ich möchte einen Blick zurückwerfen. Als die Flussgebietsgemeinschaft sich 2016 auf den Maßnahmenplan Salz einigte, war eines klar. Die Politik fordert erstmals konkrete, ambitionierte und wirkungsvolle Maßnahmen ein, wie die Salzbelastung in den Gewässern reduziert werden kann. Das Motto Augen zu und durch wurde seitdem nicht mehr akzeptiert. Im Jahr 2012 wurde ein Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen Deutschland eingeleitet, weil die Bewirtschaftungspläne der Werra und der Weser jahrelang nicht mit den Zielen des Gewässerschutzes übereinstimmten. Dieses Verfahren wurde in diesem Juni eingestellt. Und das zeigt ebenfalls, die EU attestiert unserer Politik eine Richtigkeit. Die Einstellung des Vertragsverletzungsverfahrens ist zum großen Teil die Leistung der grünen Umweltministerin Priska Hinz, die sich in der Flussgebietsgemeinschaft konsequent für den Gewässerschutz engagiert hat. Und damit die Grenzwerte und damit der gute ökologische Zustand in Werra und Weser erreicht werden können, legt der Maßnahmenplan zentrale Punkte zur Salzreduzierung fest. Das ist einmal die Inbetriebnahme der KKF-Anlage, dann das Einstapeln von Salzlösung unter Tage und die Haldenabdeckung der Rückstandshalden. Außerdem, und das war wesentlich, dass in dem Maßnahmenplan erstmals feste Grenzwerte für die Pegel an Werra und Weser festgelegt wurden, die im Laufe der nächsten Jahre weiter reduziert werden. Was davon wurde bereits umgesetzt? Wie ist der Stand? Die KKF-Anlage ist in Betrieb und verringert die Produktionsabwässer wie geplant bereits im Produktionsprozess. Rund 1 Million Kubikmeter Salzabwasser wurde im Jahr 2018 durch die KKF-Anlage reduziert. Die Haldenabdeckung wird erforscht und befindet sich derzeit in der Pilotphase. Das Genehmigungsverfahren hierfür soll zeitnah eingereicht werden. Und wichtig ist auch, dass die umliegenden Gemeinden und Bürgerinnen und Bürger in Informationsveranstaltungen über das Vorhaben aufgeklärt werden. Es ist gut, dass es hier vorangeht, denn für die salzhaltigen Abfälle, die eben durch diese Rückstandshalden entstehen, braucht es dringend eine Lösung. Die Erweiterungen, die derzeit für die Halden Hattorf und Wintershall geplant werden, werden das Problem weiter verschärfen. Denn bei jedem Regen wird der Versatz abgeschwemmt, gesammelt und muss ebenfalls entsorgt werden. Hierfür braucht es eine dauerhafte Lösung, die langfristig, auch wenn das Unternehmen keinen Kalibergbau mehr betreibt, die Abwässer der Rückstandshalden reduziert. Und da kann die geplante Abdeckung eine Maßnahme sein.
Ich setze viel darauf, dass K+S hier mit viel Innovation, viel Hirnschmalz reinsteckt und viel Investitionen, damit die Halden keine Ewigkeitslasten bleiben oder werden für kommende Generationen, sondern dass das Problem jetzt angegangen wird. Rückstände gehören unter Tage. Das Einstapeln von festen Rückständen als auch von verfestigten flüssigen Rückständen ist hier einer der Schlüssel der Umwelt zu einer umweltfreundlicheren Kaliproduktion. Hierfür laufen die Untersuchungen wie im Zeitplan vorgesehen. Und das ist nicht so einfach, weil grob gesagt die Salzkonzentration der Abfälle kompatibel sein muss mit den sowieso vorkommenden Salzschichten in dem Untergrund. Aber durch Einstapelung unter Tage entsteht ein neuer Entsorgungsweg und trägt dazu bei, dass die Oberweser-Pipeline jetzt überflüssig ist. Und man muss schon zugeben, es ist eine Menge passiert. Das Unternehmen hat verstanden, dass die Zukunftsfähigkeit auch daran hängt, wie gut Ökologie und Ökonomie zusammengebracht werden. K+S konnte durch hohe Investitionen und technische Maßnahmen die salzhaltigen Produktionsabfälle bereits reduzieren. Konkret konnte die Einleitung der flüssigen Rückstände aus der Kaliproduktion von 2006 bis 2015 mehr als halbiert werden. Aber die Entscheidung zur Oberweser jetzt bedeutet auch, die Verbesserung des Zustandes in der Werra muss mit anderen Projekten erreicht werden. Und die Reduzierung der Salzabwässer muss am Ort der Produktion geschehen. Und hierfür ist Kali und Salz weiterhin in der Pflicht. Die Vorgaben der Politik sind dabei klar. Wir wollen, dass Ökologie und Ökonomie bei der Kaliproduktion Hand in Hand gehen und die Gewässerqualität nicht unter dem Kaliabbau leidet. Und richtig ist auch, dass die Flussgebietsgemeinschaft nochmals das Beenden der Versenkgenehmigung im Jahr 2021 bekräftigt hat. Dadurch dürfen ab 2021 keine salzhaltigen Abwässer mehr im Boden verpresst werden. Und das ist eine gute Nachricht für das Grundwasser und für das Trinkwasser in der Kali-Region. Der aktuelle Maßnahmenplan gilt bis 2021 und wird anschließend fortgeschrieben. Diese Arbeit beginnt schon jetzt. Und klar ist, die Grenzwerte werden weiterhin reduziert werden müssen, sodass wir es schaffen, die Gewässer wieder in den guten ökologischen Zustand zu versetzen. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen, vor allem nicht, wenn jahrelang Kalibergbau betrieben wurde, bei dem Grenzwerte vollkommen ignoriert wurden. Und deshalb braucht es auch im nächsten Maßnahmenplan verbindliche Vorgaben für den Gewässerschutz. Und ich bin mir sicher, dass sich die derzeitige Vorsitzende der Flussgebietsgemeinschaft Priska Hinz genau hierfür einsetzen wird. Sehr geehrte Damen und Herren, das Ziel ist klar. Wir wollen, dass die Flüsse Werra und Weser wieder in einen guten ökologischen Zustand versetzt werden. Wir haben den jahrelangen Stillstand und die Unsicherheit in der Salzwasserproblematik überwunden. Es gibt einen ambitionierten Maßnahmenplan mit konkreten Vorgaben und genauen Grenzwerten. Das hat dazu geführt, dass die Vertragsverletzungsverfahren der EU eingestellt wurden. Und dieser Maßnahmenplan ist auch Grundlage für die Entscheidung, dass die Oberweser-Pipeline uns erspart bleibt. Das alles zeigt, dass wir politisch auf dem richtigen Weg sind, um den Ausgleich zwischen Ökologie und Ökonomie zu finden. Und diesen müssen wir gemeinsam mit dem Unternehmen und gemeinsam mit den anderen Ländern konsequent weitergehen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Kinkel. Ich darf nun das Wort an den Kollegen der Linken, Herrn Felstehausen, übergeben und ihm dieses für höchstens 10 Minuten anvertrauen. Bitte schön. Ich werde es versuchen, Herr Präsident. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste! Wir haben gerade gehört, wie dieser Setzpunkt begründet wird. Und als ich den gesehen habe und den Antrag gelesen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, noch ein weiterer Jubelantrag. Das können wir machen. Wir können diese Punkte dafür nutzen, dass man sich immer gegenseitig auf die Schultern klopft und sagt, wie toll man ist. Aber wenn wir uns mal wirklich angucken, was an Werra und an Weser passiert, dann gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund zum Jubeln.
Die ökologische Wasserqualität in der Werra hat sich in den letzten Jahren eben nicht verbessert. Die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie an Werra und an der Weser wurden 2015 krachend verfehlt und werden auch 2021 nicht erreicht. Und wenn hier jemand behauptet, man sei in Hessen beim Gewässerschutz in der Kaliproduktion gut vorangekommen, dann entspricht es schlicht und ergreifend nicht der Wahrheit. Anstelle von Lösungen für eine umweltfreundliche Kaliproduktion mit weniger Abwässern und ohne Abraumhalden, das voranzutreiben, simuliert die hessische Umweltministerin den Gewässerschutz lediglich. Kommen wir doch mal zu den Fakten und gucken doch mal, wir haben eben etwas gehört, was denn wirklich ist. Die Versenkung von Salzlauge im Grundwasser ist noch immer genehmigt und wird von K&S betrieben und soll frühestens 2021 enden. Sie war und sie ist mit dem Wasserhaushaltsgesetz und mit den EU-Umweltgesetzen unvereinbar. Der Eintrag von Schwermetallen in das Grundwasser durch den Betrieb der Halde in Hattorf ist auch 9 Jahre nach Bekanntwerden von der grünen Umweltministerin nicht gestoppt worden. Drittens. Die Salzabwässer aus den Halden sollen nach Ihrem Plan noch bis 2075 fließen. Erst dann soll der Salzeintrag durch eine Haldenabdeckung zu 80% gestoppt sein. Die verbleibenden 20% sind sogenannte Ewigkeitslasten. Die Abdeckung, viertens, der Halden in Hattorf befinden sich immer noch in einem Versuchsstadium. Sie spielen hier genau das gleiche Spiel wie damals die Atomindustrie. Sie spielen auf Zeit, und sie hoffen, dass die nächste Generation irgendetwas erfinden wird, um die Entsorgungsproblematik schon zu lösen. Aber das, meine Damen und Herren, kann nicht der Weg sein, den wir an dieser Stelle gehen. Die Werra ist und die Werra bleibt der salzhaltigste Fluss Europas, meine Damen und Herren. Danach hat sich auch nach 6 Jahren grüner Umweltpolitik nichts geändert. Es ist ein guter ökologischer Zustand, Frau Kinkel, von dem Sie gerade gesprochen haben, nach wie vor nicht erreicht und mit dem jetzigen Plan auch nicht in Sicht. Ja, das Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland wegen fortgesetzter Salzeinleitung ist beendet worden, aber nicht die Salzeinleitung als solches. Schaut man sich die Kali- und Salzpolitik der hessischen Umweltministerin an, muss man feststellen, dass das Vertragsverletzungsverfahren eben nicht wegen ihrer Politik, sondern trotz ihrer Umweltpolitik beendet wurde, meine Damen und Herren. Ja, das ist, so sieht es aus. Das Vertragsverletzungsverfahren hat ohne... Bitte, gerne. Ja, das mag sein, aber ich mag das tatsächlich hier so sehen. Denn zur Erinnerung, für die Einleitung von Abfällen aus der Kaliproduktion in die Werra gilt immer noch bis heute für Chlorid der Grenzwert von 1942. Für die kriegswichtige Kaliproduktion wurde er damals als Ausnahme auf 2500 Milligramm Chlorid pro Liter festgelegt. Ach, ich glaube, da sollten wir uns ein andern Mal darüber unterhalten, ob ich Bodo Ramelow kenne. In dem Bewirtschaftungsplan ist übernommen worden die schrittweise Absenkung des Grenzwertes bis 2020 auf 1700 Milligramm Chlorid. Aber genau das wurde von Priska Hinz 2015 ausgesetzt. Genehmigungsstand ist, dass Kali und Salz 2021 für eine gute Gewässerqualität einen immer noch viel zu hohen Grenzwert von 1700 Milliliter Chlorid pro Liter in einem Schritt einhalten muss. Aber weil das Wort schon ein paar Mal gefallen ist, ein guter ökologischer Gewässerzustand, da kann keine Rede davon sein, wenn wir über 1700 Milligramm sprechen. Dafür wäre es erforderlich, diesen Wert auf 300 Milligramm Chlorid pro Liter zu reduzieren, also ihn um ein Achtel zu reduzieren. Erst dann kann man davon ausgehen, dass heimische Süßwasserfische überhaupt wieder in diesem Fluss überleben können. Und Kali und Salz hat in diesem Sommer bereits mitgeteilt, dass sie diesen Wert von 1700 Milligramm weiterhin auch beibehalten müsse, sonst sei die Produktion gefährdet. Und was da jetzt passiert, ist das uns allen bekannte Spiel, was 2014, 2015 schon einmal sich wiederholt hat.
Denn die grüne hessische Umweltministerin hat auch 6 Jahre nach Beginn ihrer Übernahme es nicht geschafft, das Ökodumping zu beenden. Kali und Salz hat sie nicht zu einer Kaliproduktion gezwungen, bei der keine große Menge Salzabwässer in großen Halden entstehen. Deshalb steht wie 2014 auch heute wieder die Frage im Raum, wie Kali und Salz weiter produzieren kann, wenn die Versenkung 2021 wirklich aufhört und die Einleitgrenzen 78 Jahre nach der Erhöhung endlich abgesenkt werden sollen. Meine Damen und Herren, die Antworten der LINKEN zu dieser Frage kennen Sie. Und wir haben sie seit Jahren hier gebetsmühlenartig vorgetragen. Den flüssigen Abfällen müssen endlich die zusätzlich verwertbaren Salze entzogen werden. Der Rest muss als Feststoff eingedampft und zusammen mit den Rückstandshalden zur bergmännischen Sicherung wieder in die Hohlräume unter Tage gebracht werden. Die Forderungen liegen auf dem Tisch und sind völlig klar. Keine Versenkung, keine Einleitung in die Flüsse, keine Schwermetalle im Grundwasser und keine Halden mit Ewigkeitslasten. Aber, meine Damen und Herren, für eine solche Haltung muss man bereit sein, sich eben mit den Profitinteressen der Mächtigen auch anzulegen. Und diesen Mut, meine Damen und Herren, diesen Mut, liebe Grüne, habt ihr an dieser Stelle einfach nicht. Anstelle eines klaren Kurses zusammen mit den anderen Bundesländern und der Bundesregierung durchzusetzen, zeigt sich die Hessische Landesregierung gegenüber K&S mehr als geschmeidig. Das sichert kurzfristig die Aktienkurse, keine Frage, aber es sichert langfristig eben auch keinen einzigen Arbeitsplatz in der Region. Und wenn immer wieder vorgetragen wird, dass die KKF-Anlage die Entsorgung sichern würde, kann man nur feststellen, nein, sie hilft an der Stelle kein Stück. Ja, es ist richtig, 1 Million Liter Wasser sind weniger verpresst worden, sind weniger in die Werra geflossen, aber die Salzmenge hat sich doch kein Stück geändert. Die Lauge ist lediglich konzentrierter worden. Und damit ist dieses einfach ein Nullsummenspiel. Die Salzfracht hat sich in keiner Form verändert dadurch. Es ist nichts gewonnen. Die gleiche Menge Salz wird nach wie vor eingeleitet. Und zum Schluss wirklich perfide an einer Stelle des Antrages der CDU und der GRÜNEN heißt es, der Landtag begrüßt, dass die Flussgebietsgemeinschaft weiterhin die Genehmigung der Versenkung von Salzabwässern nicht über das Jahr 2021 hinaus verlängern will. Das haben die GRÜNEN da ja ganz toll hingedreht. Sie wollen damit vergessen machen, dass es die Frau Ministerin war, die Grenzwerte, die die Amtsvorgängerin Puttrich 2015 beschlossen hat, nämlich das Ende der Versenkung an dieser Stelle, gegen den Widerstand der Flussgebietsgemeinschaft um 6 Jahre verlängert hat. Es ist wirklich unsäglich, dass genau diese Koalitionäre sich hier als Gewässerspieler, Gewässerschützer präsentieren und aufspielen wollen. Aber auch die gespielte Freude über das Ende der Oberweser-Pipeline ist völlig unverständlich. Niemand wollte diese Oberweser-Pipeline, nicht die Gemeinden in Nordhessen, auf deren Areal die Stapelbecken errichtet werden sollten, nicht die Bürgerinnen und Bürger. Und mein Dank gilt an dieser Stelle einmal sehr deutlich an die Bürgerinitiative Salzfreies Märchenland, die einen entschiedenen Widerstand gegen dieses Projekt organisiert haben und vor Ort dargestellt haben. Und auch die Umweltverbände unisono haben diese Oberweser-Pipeline abgelehnt. Selbst K&S hat nicht daran geglaubt. Die Antragsunterlagen wurden sehr zögerlich beigebracht. Es war völlig klar, da hat man an dieser Stelle auf Zeit gesetzt, auf mehr nicht. Und daran, dass jetzt diese Pipeline die Einleitung der Salzabfälle nur in die Weser verlagern würde, daran hat sich auch nichts geändert. Sie wurde dann noch einmal umbenannt in Weser-Bypass. Aber, meine Damen und Herren, jedem war klar, es geht hier darum, auf Zeit zu spielen. Und dieses Spiel hat die Hessische Landesregierung mitgespielt. Es war von Anfang an klar, dass die Pipeline nicht durchzusetzen sein würde. Das mache ich gerne. Es war von Anfang an klar, dass diese Pipeline nicht durchzusetzen sein würde, weder gegenüber den Gemeinden, noch gegenüber den Weseranrainern, noch gegenüber der Europäischen Union. Und insofern, meine Damen und Herren, es hat sich nicht viel verändert an dieser Stelle. Wir haben hier einen Jubelantrag liegen, aber nach wie vor die Versalzung der
Werra und der Weser ist ungelöst, auch nach 6 Jahren grüner Verantwortungsübernahme im Umweltministerium. Sie tragen an Kommen der Stelle Sie jetzt die bitte Verantwortung. Zum letzten Satz, ich komme Herr Kollege. Zum letzten Satz. Sie tragen die Verantwortung für die versalzenden Flüsse, für das vergiftete Grundwasser und auch für die Gefährdung der Arbeitsplätze. Vielen Dank. Ich wollte nur für das Protokoll hinterlegen, ich war sehr geduldsam, Herr Kollege, 45 Sekunden. Ich war sehr geduldsam mit Ihnen, 45 Sekunden. Ich wäre es lieb, wenn Sie mich nicht noch einmal zu dieser Geduldsamkeit provozieren würden. Als nächstes hat das Wort Frau Kollegin Knell. Das hat mit Bemühen nichts zu tun, sondern da geht einfach das Mikro aus. Vielen Dank. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Thema Salzwasserentsorgung hat den Hessischen Landtag vor allen Dingen in der vergangenen Wahlperiode sehr intensiv beschäftigt. Auch wenn ich nicht die ganze Zeit dabei war, gab es keine Ausschusssitzung und nahezu keine Plenarsitzung, ohne dass das Thema K&S und die Salzabwässer Thema gewesen wären. Und nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Kommunikation hat die Landesregierung das Thema aber im Rahmen dessen, was wir als Opposition bewerten können, einigermaßen vernünftig gelöst. Wir wollen Sie jetzt natürlich nicht zu viel loben, weil das können Sie deutlich besser als wir, wie dieser Antrag. Ja, einmal weniger getadelt ist schon genug des Lobes. Also loben können Sie sich selbst auch am besten, wie dieser Antrag mal wieder beweist. Und wenn dieser ganze Weihrauch, den Sie hier reinblasen, sich dann mal verzogen hat, dann sind auch die industriepolitischen Baustellen oder Brachflächen wieder sichtbar. Mit der Einstellung des Vertragsverletzungsverfahrens und der Entscheidung, die Oberweser-Pipeline nicht zu bauen, ist die Baustelle K&S nahezu fertig. Wir sind an einer Stelle in Ihrem Antrag allerdings etwas zurückhaltender. Weil die Einstapelung noch nicht endgültig in trockenen Tüchern ist, sind wir noch nicht bereit, die Pipeline komplett ad acta zu legen. Es bleibt ein Restrisiko, wenn es nicht zu einer entsprechenden Genehmigung kommt. Vielleicht können Sie dann auch, Frau Hinz, schon mal ankündigen, was Sie meinen, wann die Einstapelung aus Ihrer Sicht rechtlich und technisch möglich sein wird. Wir sind mit dem Verzicht auf die Pipeline jedenfalls einverstanden, sobald sichergestellt ist, dass es zu keinen Produktionseinschränkungen kommt. Deshalb und weil der Weihrauchanteil doch etwas groß ist, werden wir uns bei Ihrem Antrag enthalten. Wenn Sie sich heute hier so selbst auf die Schulter klopfen, dann wollen wir Ihnen aber auch den Blick etwas weiten und uns auch mal die Situation der Rohstoffsicherung und die Rolle des Hessischen Umweltministeriums anschauen. Und Rohstoffe und auch die dazugehörige Rohstoffindustrie sind für Hessen eine extrem wichtige Ressource und eine entscheidende Frage. Und es gab ja deshalb auch kurz vor der Landtagswahl einen gemeinsamen Aufruf von NABU und dem Baustoffverband zur Sicherung heimischer Ressourcen und der wirtschaftlichen und umweltverträglichen Erschließung. Es geht NABU und Baustoffverband dabei um straffere Genehmigungsverfahren einerseits und um mehr qualifiziertes Personal in den Behörden, das mit den schnellen rechtlichen Veränderungen dann auch Schritt halten kann. Und hier frage ich mich schon, wo sind denn dann die Initiativen der Landesregierung in dieser Frage? Was tut die Landesregierung hier? Beim Kies und Sand zum Beispiel laufen wir auf eine erhebliche Rohstoffknappheit zu. Gerade weil wir einen Bauboom haben wollen, ist die Sicherung des Rohstoffbedarfs so wichtig. Denn wenn wir die Wohnungsknappheit besiegen wollen, dann ist die künstliche Verteuerung von Rohstoffen natürlich ein Preistreiber. Und dazu hat diese Landesregierung mit dem Bannwaldgesetz einen erheblichen Beitrag geleistet. Und wo sind denn die Initiativen hier, um zu einer Verbesserung der Situation zu kommen? Und sei es alleine, um den Recyclinganteil zu erhöhen. Stattdessen hat die Landesregierung den Bannwaldschutz ausgeweitet und den Abbau von Kies und Sand damit erschwert. Und damit wird nicht nur das Bauen von Wohnungen teurer, auch die erhöhten Mittel für die Sanierung von Straßen werden so komplett aufgefressen, sodass dann inflationsbereinigt weniger zur Verfügung steht als vorher. Und das Abfeiern der hier gefundenen Lösung ist schön, aber wir erwarten, dass Sie auch die anderen industriepolitischen Fragen angehen. Was ist zum Beispiel mit den Deponiekapazitäten? Wann packen Sie endlich den Engpass bei den Entsorgungswegen an? Oder tun etwas, damit mehr und auch effizienter recycelt werden kann?
Sie sollten ja also nicht so tun, als würde sich das Problem von selbst lösen oder als gäbe es kein Problem. Wenn man auch Erdaushub und Fräsgut nicht entsorgen kann, steigen die Preise, und das Material wird dann quer durchs Land transportiert. Und inzwischen ist ja die Entsorgung von Erdaushub z.B. von einem Einfamilienhaus teurer, als wenn man einen Keller baut. Die Menschen verzichten deshalb zunehmend auf den Keller, bauen dann in die Breite, mehr Fläche wird bebaut. Und das sollte ja nicht in Ihrem oder unserem Interesse sein. Insofern gibt es weitere Aufgaben, Frau Ministerin. Ja, Sie haben bei K&S und rund um die Frage der Pipeline etwas erreicht, auch weil das Unternehmen konstruktiv war. Aber bitte packen Sie auch die anderen Fragen der Rohstoffsicherung an. Der Zusammenhang gerade bei den von mir angesprochenen Themen ist wichtig, da es sich um eine Verteuerung in einem Bereich handelt, den wir alle gerne preiswerter im Sinne der Mieter haben wollen. Mit rund 32 Millionen Tonnen Jahresfördermenge von Rohstoffen steht Hessen bundesweit an vierter Stelle. Tausende Arbeitsplätze hängen an der Baustoff- und Rohstoffindustrie, und es ist fahrlässig, wenn hier nichts getan wird. Also, die Probleme bei K&S mögen gelöst sein. Die Baustelle der Rohstoffsicherung für unser Land ist aber um ein Vielfaches größer. Wir hoffen und fordern Sie auf, Ihrer industriepolitischen Verantwortung gerecht zu werden. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Frau Kollegin Knell. Als Nächstes für die AfD der Kollege Schenk. Er ist schon im Anmarsch. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Bürger! Eine kleine Vorbemerkung hier zu den LINKEN. Man hat ja jetzt die Industriefeindlichkeit exemplarisch vorgeführt bekommen. Die LINKE hat also sozusagen dafür plädiert, keine kahle Industrie hier in Deutschland zu betreiben. Das ist sozusagen das Ergebnis der Forderungen. Also was anderes kann ich, Herr Felstehausen, aus Ihren Forderungen überhaupt nicht heraussehen. So, also das nur als Vorbemerkung. Aber jetzt zum Thema. Die hier getroffene Regelung ist bei nüchterner Betrachtung nicht mehr als eine Notlösung. Eine kurzfristige Verlängerung der Kaliproduktion für gerade einmal 15 Monate, nämlich bis Ende 2020. Wie geht es dann weiter? Also diese Selbstbeweihräucherung, die, denke ich mal, ist hier nicht so ganz angebracht. Vorübergehende Einstapelung, Aufhaltung und Haltenabdeckung, alles ein bisschen ungeklärt noch. Ja, das steht alles gewissermaßen immer noch hier zur Diskussion. Bedenken Sie, hier sprechen wir nicht nur von einer Schlüsselindustrie für Nordhessen und Thüringen. Es geht um einen der größten Spezialsalzehersteller und Düngemittelhersteller in der Welt. Als einer der letzten Bergbaubetriebe hier in Deutschland ist er auch für die Weiterentwicklung der dort spezialisierten Metallbauindustrie und des Sondermaschinenbaus und deren Exportabhängigkeit von außerordentlicher Bedeutung. Also mit Ihrer Politik treiben Sie deutsches Know-how und deutsche Exzellenz außer Landes. Wie Sie alle wissen, musste die Kaliproduktion im letzten Jahr um 64 Tage eingestellt werden, weil die Laugenabfallentsorgung die hier gesetzlich festgesetzten Grenzwerte überschritt. 110 Millionen Verlust beim operativen Ergebnis, Gewinneinbruch um 40% und dementsprechender Gewerbesteuereinbruch ebenfalls für unsere Region. Das war vermeidbar, aber das jahrelange Gezerre um geeignete Maßnahmen zur Grenzwertreduzierung hat leichtfertig über 4.000 Arbeitsplätze unmittelbar gefährdet. Man sollte auch bedenken, dass K&S sich seit 2016 mit seinem neuen Werk in Kanada eine weitere Alternative zur Kaligewinnung geschaffen hat. Dieses Werk steht in Teilen in direkter Konkurrenz zur Fertigung im Werratal. Wenn, in Teilen habe ich gesagt, nicht alles. Ja, das stimmt schon. Wenn vom Unternehmen verkündet wird, dass die Produktionskosten durch das neue Werk in Übersee signifikant gesenkt wurden, weiß man, was das bedeutet.
Die Vorzüge der Salzgewinnung im Werratal, nämlich ausgezeichnete Arbeitsplätze mit guten Löhnen, mit hochqualifizierten Mitarbeitern und einzigartigen Spezialsalzprodukten für die Industrie, für Medizin und Landwirtschaft, dürfen nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. Also, das machen wir gleich. Es ist daher eine zentrale Aufgabe dieser Landesregierung, Auflagen nicht zu überziehen, damit Wirtschaftlichkeit und Arbeitsplätze nicht gefährdet werden. Es ist alles daran zu setzen, den Produktionsstandort zu sichern. Und die CDU sollte sich nicht aus den Fängen. Also, sind Sie jetzt am dran oder bin ich hier beim Reden? Sie können doch nachher. Nehmen Sie. Also, die CDU sollte sich nicht aus den Fängen, sollte sich aus den Fängen der GRÜNEN unbedingt emanzipieren. Grüne Umweltfantasien gilt es zu zügeln. Es ist nicht zu erwarten, dass die Öko-Extremisten der GRÜNEN den Zusammenhang zwischen Ökologie, Ökonomie und weltweiter Wettbewerbsfähigkeit verstehen werden. Ja, natürlich. Grüne, ideologisch verblendet, unterscheiden sie nämlich zwischen guter und schlechter Umweltzerstörung. Bäume fällen für Großwindanlagen und das Zerteilen der Wälder, das ist gut. Bäume fällen für Braunkohlegewinnung ist natürlich ganz schlecht. Wasserverschwendung und Verschmutzung zur Gewinnung von Lithium und für die Batterien, das ist natürlich eine ganz tolle Sache und wird als gut bezeichnet. Und die Salzlaugeneinbringung in Flüsse, das ist natürlich eine besonders schlechte Maßnahme. Und hier sollten wir einfach bedenken, wenn es sozusagen technisch gelingt, also technische Probleme muss man technisch lösen und nicht ideologisch. Und da müssen wir dran arbeiten. Sie sollten sich einfach mal mehr um technische Probleme kümmern und um die technischen Lösungen, anstatt sozusagen Ideologiefantasien hier zu verbreiten. Das Konzept ist wunderbar. Also, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Schenk. Als Nächste spricht für die CDU-Landtagsfraktion die Kollegin Arnold aus dem Nordhessischen. Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Versuchen wir mal wieder zum Thema zurückzukommen und uns vielleicht mit den Menschen zu beschäftigen und mit dem Thema zu beschäftigen, um die es hier eigentlich geht. Flüsse können Menschen trennen, und sie können Menschen verbinden. Ein Blick auf die Karte von Hessen zeigt, dass wir in fast jedem Ort ein Fließgewässer haben. Und je größer der Ort, umso größer ist meistens auch der Fluss, und das ist kein Zufall. Als Wasserquellen waren die Menschen auf ihren Fluss angewiesen. Als Handels- und auch als Kommunikationsweg hat er die Menschen in verschiedenen Städten verbunden und tut dies in manchen Fällen auch heute noch. Aber Flüsse können auch trennen. Wie es sich anfühlt, an einem Grenzfluss zu leben, das wissen die Menschen in meiner Heimat. Bis vor 30 Jahren teilte die Werra in manchen Gemeinden von Nord- und Osthessen unser Land. Es wurde zitiert letzte Woche in der Werra-Rundschau, wer mit dem Sportboot abtrieb, musste um sein Leben fürchten. Das ist ein Bericht aus der Werra-Rundschau über eine vor 20 Jahren wieder aufgebaute Werra-Brücke. Die innerdeutsche Grenze ist Gott sei Dank Geschichte, und viele Werra-Brücken werden als Symbole der Einheit hervorgehoben. Aber der Fluss hat die Menschen auch aus einem anderen Grund getrennt. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Er hat sie getrennt in das Lager der Befürworter des Kalibergbaus im Werratal und in seine Gegner. Auf der einen Seite Tausende von Arbeiterinnen und Arbeitern, die in einem unterirdischen Tunnelsystem
mit der flächenmäßigen Größe von München das weiße Gold der Region ans Tageslicht bringen. Auf der anderen Seite Bürgerinitiativen, Naturschutzorganisationen, Kommunen und Bundesländer, die zu Recht eine Reduzierung der Salzabwassereinleitungen fordern. In den vergangenen Jahren haben wir beständig und mit Nachdruck auf eine tragfähige und langfristige Lösung hingewirkt. Eine Lösung, die beiden Seiten gerecht wird und die Bedürfnisse der Menschen ebenso wie der Natur berücksichtigt. Und die Beendigung des EU-Vertragsverletzungsverfahrens zeigt, dass wir mit den Maßnahmen, die im Rahmen der Flussgebietsgemeinschaft Weser 2016 festgelegt wurden, auf einem sehr guten Weg sind. Nun gilt es, diesen Weg des Gewässerschutzes konsequent weiterzugehen. Viele Maßnahmen zur Reduzierung der Salzwassereinleitung wurden diskutiert, werden diskutiert und geplant, darunter auch die Pipeline-Lösung zur Oberweser. Und wer die Situation in der Region mit den Diskussionen rund um den Bau von Infrastruktureinrichtungen kennt, weiß, dass eine solche Pipeline zwar den Produktionsstandort mit der Weser verbunden, aber ansonsten nur noch mehr Trennung verursacht hätte. Eingriffe in die Natur, Eingriffe in das Landschaftsbild und eine Trennung der Menschen in vom Bau Betroffene und solche, die verschont geblieben sind, wären unvermeidbar gewesen. Und wir sind daher sehr froh, dass es gelungen ist, den Bau der Pipeline abzuwenden und dennoch sowohl die Gewässerqualität der Werra verbessert werden, als auch die Produktion im Kali-Revier fortgesetzt werden kann. Beispielhaft für die Alternativen sind hier die temporäre Einspeicherung oder der Transport und die Einstapelung flüssiger Rückstände außerhalb des Werkes Werra. Es sind Maßnahmen, die unmittelbar umsetzbar sind, während wir auf eine Pipeline bis zum Jahr 2024 hätten warten müssen. Wahrscheinlich sogar eher länger, wenn man die Schwierigkeiten und die Rechtswege in den Planungsprozessen berücksichtigt. K+S ist dazu verpflichtet, von diesen und weiteren Maßnahmen Gebrauch zu machen, um die festgelegten Grenzwerte zu unterschreiten. Diese Maßnahmen werden wir, wie gehabt, sorgsam, wenn notwendig, auch kritisch, aber ebenso wie bisher konstruktiv begleiten. Meine Damen und Herren, im fortlaufenden Dialog mit allen Beteiligten und allen Betroffenen sind wir der festen Überzeugung, dass wir auf dem besten Weg sind, dass die Werra nicht mehr das Symbol von Trennung und Konflikt ist. Wir schlagen eine Brücke zwischen Ökonomie und Ökologie und sorgen dafür, dass der Fluss wieder zu einer gesunden und lebendigen Verbindung wird. Ich danke herzlich allen Beteiligten, die sich dafür eingesetzt haben, Konflikte wie diesen zu lösen. Ich rufe Ihnen herzlich zu: Glück auf! Danke schön. Vielen Dank. Und nun gebe ich das Wort dem Kollegen der SPD, Herrn Thorsten Warnecke. Wie gesagt, 10 Minuten muss aber nicht sein. Verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben heute Morgen eine Menge Argumente gehört und auch die eine oder andere falsche Nachricht und stehen vor einem Problem, das schlicht und einfach bedeutet, es ist bisher nichts gelöst. Es ist ja nicht so, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass, wie behauptet wurde, Kali und Salz jetzt eine gute Zukunft hat. Denn alles das, was wir besprechen, hängt maßgeblich davon ab, ob die Bundesländer, die in der Flussgebietsgemeinschaft organisiert sind, gemeinsam vorgehen wollen. Und dazu vielleicht Folgendes. Die wesentliche Umweltministerin, Frau Sigismund aus Thüringen, die Grünen, erklärt, dass sie an dieser Sitzung nicht teilgenommen hat und sie dieses Treffen boykottiert hat. Und dazu erklärt sie schriftlich, sie hätte ihr Veto eingelegt. Denn die Entscheidungen als solche könnten nur einstimmig getroffen werden. Also Thüringen,
Die Thüringer Umweltministerin hat ein Veto eingelegt gegen all das, was hier gerade gelobt wurde. Es ist richtig, dass die CDU jetzt die Grünen kritisiert. Doch, sehr wohl. Denn sie hat im Weiteren gesagt, sie hält dieses Vorgehen für verheerend. Es sind nicht meine Worte, es sind ihre Worte. Also, erstens wird behauptet, die Flussgebietsgemeinschaft hätte ein Einstimmigkeitsprinzip. Zweitens wird behauptet von Seiten der Umweltministerin aus dem schönen Land Thüringen, unserem Nachbarland, dass es so nicht geht. Sie diesem Vorgehen widerspricht und sie im Übrigen dann auch noch sagt, dass sie den Aspekt Nichtbau der Pipeline für unakzeptabel hält. So, und jetzt kommen wir mal zur Pipeline selber. Ein Argument ist in der Tat, da stimmen wir, glaube ich, alle überein, immer gefallen. Niemand wollte eine Pipeline für 800.000 Kubikmeter. Es hätte vielleicht 14% der Menge reduziert und es hätte nur einen Haufen Geld gekostet. Sondern wir haben hier im Hessischen Landtag, übrigens auch mit Ihnen, Frau Hinz, im Ausschuss darüber diskutiert, dass ursprünglich eine Pipeline von 2,5 Millionen Kubikmetern vorgesehen war. Und über diese Pipeline ist dann im Weiteren gar nicht mehr geredet worden. Die hätte allerdings eine deutliche Entlastung der Werra bedeuten können. Und die ist aus welchen Gründen auch immer zurückgezogen worden. Wenn man dies aber macht, kommt man zu dem entscheidenden Aspekt, der hier mehrfach genannt wurde. Was machen wir denn dann mit den Restwässern? Kali und Salz hat eine Entsorgungsmöglichkeit genutzt, die das Land Niedersachsen nach vielen Auseinandersetzungen zur Verfügung gestellt hat, ein altes Bergwerk, Bergmannssegen Hugo. Dort wird per Bahn hintransportiert. Das kostet das Unternehmen richtig Geld. Man hat mal mit mir gestritten, ob es 40 Euro sind oder 38. Es sind aber allerdings, wenn wir eine Million transportieren, 40 Millionen, die das Unternehmen Cash erwirtschaften muss. Und wenn man weiß, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf dem Weltmarkt sind im Moment so 250 Dollar pro Tonne Kaliumchlorid zu erwirtschaften und Kali und Salz produziert, ohne Betriebsgeheimnisse zu verraten, das können Sie auch nachvollziehen, zwischen 180 und 210 Euro die Tonne, kommt man am Ende zu der Frage, dass Sie da ja offenkundig ein Hobby betreiben. Entgegen dem, was DIE LINKE hier vorhält, jemand, der keinen Gewinn damit macht, muss sich ja fragen, was macht er denn da überhaupt? Und da gebe ich allen zu und müssen wir zugeben, dass da produziert wird im Werratal, hat nur einen Grund. Dort gibt es Spezialprodukte. Und diese Spezialprodukte zu verkaufen auf dem Weltmarkt lohnt sich. Und damit tun wir auch was für all die Regionen auf dieser Welt, die nicht so tolle Böden haben wie wir, weil die Produkte, die sie produzieren, wie Kaliumsulfat, dann nicht zur Versalzung der Böden führt. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist übrigens falsch, das Argument, das hier erneut als Fake News in den Raum gestellt wird, dass in Saskatchewan in Kanada Kali und Salz die Produktion aufgebaut hat, um in irgendeiner Form die europäischen Werke in Konkurrenz zu stellen. Dort werden 2 Kilometer lange Züge nach Vancouver geschickt. Und jetzt müssen wir mal erklären, über 1200 Kilometer, um das überhaupt verschiffbar zu machen. Vancouver liegt aber nicht, wie wir alle wissen, an der Küste, an der auch New York liegt, sondern an der Küste, an der Kalifornien liegt. Jetzt müssen die das einmal um den ganzen Erdball transportieren, um in Deutschland Kali und Salz und in Europa Konkurrenz zu machen. Man muss einfach mal einfach denken, um manche Fake News als solche auch zu entlarven, liebe Kolleginnen und Kollegen. Erstaunt hat mich allerdings die Aussage von Ihnen, liebe Frau Kinkel, dass die Grenzwerte ignoriert worden seien. Also das hat mich nun wirklich gewundert. Die Unterstellung, dass Kali und Salz die Grenzwerte nicht eingehalten hat, hätte ja sowohl in der Regierungszeit von Frau Hinz wie bei den Vorgängerinnen und Vorgängern dazu führen müssen, ganz andere Maßnahmen zu ergreifen, als über die Zukunft zu reden. Das sind leider auch Fake News. Das geht so nicht. Und das Argument, das wir schon mehrfach gehört haben, dass Kali und Salz noch nie so wenig Salzwasser eingeleitet hat in die Werra wie im vergangenen Jahr, ist völlig korrekt. Nur 3,4 Millionen Kubikmeter. Dafür gab es auch Kurzarbeit, weil die Werra nicht mehr aufnehmen konnte, weil die Grenzwerte eingehalten wurden, liebe Kolleginnen und Kollegen. So einfach ist das. Und wir sollten mal aufhören, in diesem Landtag Dinge in die Welt zu setzen, die bei Leuten möglicherweise gut ankommen, aber die schlicht und einfach falsch sind. Kali und Salz hat die Grenzwerte eingehalten. Punkt aus, Feierabend. Und da sollten wir auch nichts anderes erzählen. Und jetzt komme ich zu dem eigentlichen Punkt, der nicht geklärt ist und weshalb es ja so wichtig ist, was Thüringen macht. Hier wird davon gesprochen, dass wir entweder feuchten Versatz haben
oder flüssigen Versatz. Das eine bedeutet, können Sie sich ganz einfach vorstellen, dass Sie in Salz gerade noch so viel Wasser haben, dass sich das nicht verflüssigt hat. Das können Sie zu Hause ja mal ausprobieren. Und das andere bedeutet, dass Sie in Wasser so viel Salz tun, dass es gerade gesättigt ist, aber auch nicht mehr. Das eine fließt, das andere fließt nicht. Für beides brauche ich irgendeine Möglichkeit, es untertägig oder wie auch immer im wahrsten Sinne des Wortes einzustapeln. Wenn wir uns einig darüber sind, dass wir in Herfa-Neurode die größte Untertagedeponie Europas haben und dass dort Wasser nichts, aber auch gar nichts verloren hat, es sei denn, es gibt da neue Perspektiven seitens der Landesregierung, dass es anders geht, dann wird sehr wahrscheinlich im Werk Werra nichts eingestapelt werden können. Und dann sind wir in der Tat auf das Nachbarland Thüringen mit den stillgelegten Gruben angewiesen. Und wenn die Ministerin aus Thüringen erklärt, mit mir nicht, mit Thüringen nicht, dann haben wir zukünftig ein richtiges Problem. Und deshalb will ich nicht verkennen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Frau Hinz sich sehr engagiert eingesetzt hat für die Lösung von Problemen. Aber das ist doch das Wesentliche. Ich kann doch nicht eine Zukunft beschreiben und sagen, wir machen etwas nicht, stelle eine andere Zukunft in den Raum und dann sagt meine Amtskollegin übrigens mal derselben Partei, weil das ja immer das plumpeste Argument hier im Landtag ist, die SPD ist schuld, weil sie irgendwo mitregiert oder auch nicht mitregiert. Die Kollegin der eigenen Partei erklärt, das ist verheerend, so geht das nicht. Und sie hält die Einstapelung sozusagen nicht für die Perspektive in Thüringen, sondern erst einmal ist die Pipeline ihr Punkt. Das hätte ich erwartet, dass das geklärt wird. Und wenn es bilateral ist, wie der Ministerpräsident gestern Abend bei der Lufthansa gesagt hat, und die sich im grenznahen Bereich, da gibt es viele schöne Orte, ob es Facher ist in Thüringen oder von mir aus Philippsthal oder Heringen, Hersfeld-Rotenburg, also sprich in unserem Landkreis, dass man das Problem klärt. Denn wenn die grüne Umweltsenatorin in Bremen, in Niedersachsen, die Umweltminister, in Nordrhein-Westfalen ebenfalls, Bayern war nicht dabei, wenn die alle sagen, das ist okay, aber das wesentliche Land sagt, es ist nicht okay, so geht das nicht, dann haben wir ein Problem. Und zwar gemeinsam, weil wir nicht verkennen dürfen, Unterbreitsbach liegt in Thüringen und ist Teil des Werks Werra. Das ist ein Verbundwerk, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb auch, lieber Herr Felsterhosen, so geht das Argument auch nicht. Wer immer nur über die Frage von Natriumchlorid redet, hat die Dimension nicht verstanden. Es geht auch um Magnesium und Kalium. Und es war eine Forderung übrigens auch der Linken, dass die Frage von Magnesium und Kalium reduziert wird. Und das kann man mit der KKF-Anlage in der Tat. Ob das Geld Kali und Salz bringt, ist eine ganz andere Frage. Indem man Magnesium und Kalium noch zusätzlich aus den Restwässern rausholt und zum Teil in Produkte umwandelt. Und insofern hat man auch die Mengen reduziert. Die Mengen nämlich dessen, was dann aus dieser Sohle anschließend noch entweder eingeleitet wird oder in den Untergrund verbracht wird oder von mir aus auch perspektivisch in ein Bergwerk eingebracht wird. Also wir sollten nicht immer alles, was dort gemacht wird, im wahrsten Sinne des Wortes infrage stellen. Es ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, der letzte großflächige Bergbau untertägig, den wir in Deutschland noch haben. Und ich bin immer erstaunt, dass wir in dieser Republik meinen, dass alle Rohstoffe aus aller Welt kommen, aber nicht aus Deutschland. Und sich am Weltmarkt beweisen müssen in den Preisen. Denn niemand zahlt irgendwo anders irgendeinen Cent mehr dafür, dass wir in Deutschland hervorragende Umweltqualität haben. Übrigens ein Mythos auch noch weg. Diese Werra wird kein naturnahes Gewässer werden, selbst wenn Kali und Salz nichts einleitet. Weil ja neulich auch falsch gesagt wurde, Kali und Salz fürs Nitrat im Grundwasser verantwortlich zu machen. Das Nitratproblem in der Werra, das Phosphatproblem in der Werra ist bis heute nicht gelöst. Was machen wir denn da? Auch darauf muss mal eine Antwort erfolgen. Das hat überhaupt nichts mit Kali und Salz zu tun. Wird immer vom naturnahen Gewässer geredet. Und natürlich kommt aus Thüringen in diesem Falle eine Menge von Nitrat und Phosphat. Und darüber reden wir nicht. Das hat dann was mit einem anderen Feld zu tun. Aber wir tun so, als wenn Kali und Salz das einzige Problem an der Werra sei. Ist ja falsch, wissen wir auch. Trotzdem wird es immer wiederholt. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt die Kritik, die ich von den Grünen dazu höre. Ich ende auch diese Kritik, die ich von den Grünen höre. Es haben wir dort auch eine grüne Umweltministerin. Also es ist dort dringend erforderlich, viele Gespräche zu führen. Ich danke fürs Zuhören, wünsche uns eine gute Zukunft. Glück auf. Herzlichen Dank, Kollege Warnecke. Das Wort hat die Frau Staatsministerin Priska Hinz. Bitte sehr, Priska. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich freue mich sehr, dass die Weser-Ministerkonferenz am 15. August unter meinem Vorsitz einstimmig
beschlossen hat, dass der Werra-Bypass der Vergangenheit angehört und nicht gebaut wird. Und ja, wer mitbestimmen will, muss kommen. Ansonsten gilt, wer nicht kommt, kann nicht mitbestimmen. So einfach ist das manchmal auf Ministerkonferenzen. So, damit ist das, glaube ich, klargestellt. Aber ich will auch dazu sagen, dass die Botschaft positiv ist für die Umwelt, für diejenigen, die Landnutzer sind, vom Werk Werra hoch bis in den Reinhardswald, wo die Pipeline gelaufen wäre. Es ist hervorragend für die Bürgerinnen und Bürger, die den Reinhardswald dort weiter nutzen können, wo sonst Speicherbecken entstanden wären. Aber ich sage auch ganz klar, es ist ein Etappenziel, was wir erreicht haben. Wir haben noch nicht alle Probleme gelöst. Das ist aber auch gar nicht der Punkt, sondern wir können, glaube ich, mit Fug und Recht nach 5,5 Jahren, wo wir hier permanent über die Schwierigkeiten mit K+S und den Entsorgungsnotwendigkeiten und den Möglichkeiten, wie man technisch die Produktions- und Haldenabwässer in den Griff bekommt, auch einmal deutlich machen als Hessischer Landtag, dass es gut ist, wenn man solche Botschaften endlich hat und wenn man es schafft, dass durch technischen Fortschritt und gute Zusammenarbeit in der Flussgebietsgemeinschaft und produktive Zusammenarbeit mit den Unternehmen wir solche Ziele auch erreichen können. Ich finde, das kann man sehr wohl auch deutlich machen. Und dazu ist vielleicht auch einmal ein kurzer Rückblick notwendig, wo wir überhaupt herkamen. Wir kamen her von der Diskussion um eine Nordsee-Pipeline, die alle Probleme erschlagen sollte. Alle. Die der Produktionsabwässer und der Haldenabwässer. So. Und dann haben wir in mühsamer Arbeit, die durchaus öffentlich kritisch begleitet wurde, ja, wo ich mich sehr eingesetzt habe, meinen Kopf hingehalten habe, der auch durchaus von der einen und der anderen Seite gewaschen wurde, ja, auch innerhalb meiner eigenen Partei, das muss man ja auch muss man nicht hinter Berg halten, ist ja alles nachzulesen. Wir haben festgelegt, dass wir Maßnahmen treffen wollen, die anders gelagert sind, dass eine KKF-Anlage entstehen soll, die natürlich vom Unternehmen dann auch entsprechend installiert werden muss, die für die Eindampfung von Produktionsabwässern geeignet ist, dass wir Maßnahmen zur Abdeckung und Begrünung von Rückstandshalden brauchen, dass wir prüfen werden, ob die Einstapelung von Rückstandssalzabwässern möglich ist und dann auch dass der Werra-Bypass als optionale Lösung noch notwendig ist. Diese Maßnahmen haben wir festgelegt, und zuallererst stand die Versenkung von Salzabwässern in den Untergrund hört 2021 auf. Das ist feststehend. Daran hat auch keiner mehr gerüttelt. So, das war hart in der Diskussion, diese Maßnahmen. Und Herr Lenders, ich habe nachgelesen, Herr Lenders hat gesagt, dass mit dem Werra-Bypass optional, das ist sozusagen, das steht im Raum, aber das kann gar nicht sein. Das ist viel zu schwierig. Und ich habe immer gesagt, ich glaube es erst, wenn wir es so entscheiden können. Das war die Ausgangssituation. Die KKF-Anlage läuft störungsfrei, kann 1,5 Millionen Kubik wegbringen ab diesem Jahr. Ab diesem Jahr. Das ist wirklich ein hervorragender Fortschritt. Wir haben es geschafft, was niemand glaubte, dass wir den Großversuch starten können mit der Haldenabdeckung und der Begrünung, wo alle gesagt haben, das geht technisch doch gar nicht. Das musste das Unternehmen beginnen, auch weil die FGG Weser sich so einig war. Das muss man auch dazu sagen. Die Ministerinnen und Minister haben hier hervorragend zusammengearbeitet. Das Einstapeln unter Tage
Das wurde lange geprüft, und wir können erst seit Anfang dieses Jahres sagen, es ist technisch möglich. Weil auch das war im Maßnahmenplan Salz ganz klar niedergelegt. Wir werden das prüfen, und wenn es gelingen kann, dann wird es gestartet. Aber das Risiko war hoch, dass es nicht klappt. Und deswegen war der Werra-Bypass als optionale Maßnahme im Raum. Und wir haben jetzt festgelegt und festgestellt, dass wir tatsächlich die Möglichkeit haben, durch auch die Versuche, Berechnungen von K+S, die wir natürlich alle überprüft haben, dass diese Einstapelung, Transport und Einstapelung außerhalb des Werkes Werra ab 2021 gelingen kann und deswegen alternative, kostengünstige Möglichkeiten zur Verfügung stehen, der Werra-Bypass damit obsolet ist. Das ist eine gute Botschaft für alle, für die Umwelt, aber auch für das Unternehmen, weil sie nämlich Planungssicherheit haben, wo der Weg hingeht, wo sie künftig ihren technischen Fortschritt einsetzen müssen. Sie haben Planungssicherheit, was die Arbeitsplätze angeht. Und wir können auch mit dem Unternehmen konsequent Absprachen treffen, die das Unternehmen natürlich auch umzusetzen. Frau Kollegin, Frau Staatsministerin, ich störe Sie äußerst ungern, aber der Kollege Lenders hat signalisiert, dass er Ihnen dringend eine Frage stellen möchte. So frage ich Sie, ob Sie bereit sind, dem Kollegen Lenders, der Ihnen sehr sympathisch zunickt. Also gut, dann macht drück drauf. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Ich wollte Sie nicht in Ihrem Redefluss bremsen. Aber die Frage, die der Kollege Warnecke aufgeworfen hat, und ich kann dem Kollege Warnecke ja viel nachsagen, aber nicht, dass er nicht Ahnung von Kali und Salz hätte. Die Frage also der Rechtssicherheit, ob das dann wirklich geht mit dem Einstapeln und auch der Zeitpunkt, ab wann wir das dann erwarten dürfen, die ist natürlich schon eine sehr entscheidende, um zu beurteilen, wie nachhaltig oder wie konkret wirklich dieser Verzicht auf den Bypass jetzt tatsächlich ist. Also die Frage wäre schön, wenn Sie die jetzt in der Rede irgendwo mal mit aufgreifen könnten und die beantworten könnten. Frau Ministerin, bitte. Herr Kollege, meinen Redefluss gar nicht unterbrechen müssen, weil zu dem Punkt wollte ich nämlich jetzt kommen. Natürlich ist klar, und auch das hat die FGG Weser einstimmig so festgehalten, das Unternehmen wird aufgefordert, auch noch einmal von mir als der Vorsitzenden, dass die Genehmigungsunterlagen jetzt einzureichen sind. Ich habe auch erneut ein Gespräch zu diesem Thema. Wir werden das Ganze im neuen Bewirtschaftungsplan sichern. Und K+S wird weitere Maßnahmen ergreifen müssen, so lange, bis die Zielwerte in Bofzen und Gerstungen erreicht werden. Das heißt, auch eine neue KKF-Anlage wird weiter geprüft. Und wahrscheinlich wird sie auch errichtet werden müssen. Das weiß das Unternehmen. Und notwendig ist, dass wir eine rechtliche Sicherung im Bewirtschaftungsplan machen, der ab 2021 gilt. Die Vorarbeiten werden jetzt starten. Und sobald die Vorarbeiten gestartet sind, werden diese ganzen Maßnahmen dort eingearbeitet. Und das Unternehmen muss sich daran halten, genauso wie an die Absenkung der Grenzwerte. Dem Unternehmen ist das klar. Und deswegen sage ich ausdrücklich, es ist wichtig, dass die Flussgebietsgemeinschaft hier weiter zusammensteht. Aber es ist auch wichtig, dass das Unternehmen Planungssicherheit erhält. Und das erhält das Unternehmen mit unseren Entscheidungen und mit der konsequenten Absprache, was geht, was notwendig ist. Dieses werden wir auch weiter so halten. Und aus diesem Grunde bin ich heute sehr froh, dass wir das Etappenziel erreicht haben. Aber wir nehmen das Unternehmen nicht aus der Pflicht, weitere Schritte zu machen, die wir entsprechend rechtlich sichern und ab 2021 auch durchgeführt werden müssen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Frau Ministerin. Wir sind am Ende der Aussprache. Ich habe vorgeschlagen, den Antrag
in den Fachausschuss zu überweisen. Andere Meinung ist nicht der Fall. Dann ist die Überweisung erfolgt.